Eine Großkatze wie ein Löwe wird schmusezart, das hätte Vorteile in manchen Situationen, doch wie soll das gehen? Viele von euch haben es vielleicht schon selbst erlebt oder beobachtet, das Gefühl der untrennbaren Bindung einer Mutter mit ihrem neugeborenen Kind. Eine Bindung, die sich durch ständige Fürsorge und viel Körperkontakt verstärken lässt. Aber woher kommt die mütterliche Fürsorge für das Neugeborene? Das Hormon Oxytocin trägt maßgeblich dazu bei und kann noch viel mehr. Es kann wilde Rudeltiere zähmen. In diesem Video erfahrt ihr einige spannende Fakten rund um Oxytocin in der Tierwelt, welche Auswirkungen es auf einen erwachsenen Löwen haben kann und was sich die Forscher von ihren Ergebnissen erhoffen. Liebes- oder Kuschelhormon. Für Oxytocin gibt es umgangssprachlich viele Synonyme, die verwendet werden. Oxytocin kommt natürlicherweise im Körper von Säugetieren vor. Ausgeschüttet wird es von der Hypophyse, einem Teil des Zwischenhirns, und wirkt unter anderem bei der sexuellen Erregung und auch bei Bindungsverhalten. Die Neurowissenschaftlerin Jessica Burkhardt aus den USA untersuchte die Wirkung von Oxytocin auf die Löwen. Dies gelang ihr, indem sie das Hormon als Nasenspray verabreichte. Auf diesem Weg kann die Blut-Hirn-Schranke umgangen werden. Um das Mittel zu verabreichen, wurden die Löwen mit einem Brocken Fleisch angelockt und abgelenkt. Die Forscherin verabreichte das Hormon mit einem Zerstäuber. Insgesamt wurden 23 Löwen untersucht. Aber wie testet man nun die Wirkung auf diese Großkatzen? Wisst ihr, wie schwer es ist, einer Katze ihr Lieblingsspielzeug wegzunehmen? Genau. Die Forscher konnten beobachten, wie die Toleranzgrenze eines mit Oxytocin behandelten Löwen in unterschiedlichen Situationen stieg. So ließen die behandelten Löwen einen Artgenossen anstatt der zuvor gemessenen 7 Meter bis auf 3,5 Meter näher heran. Wurde den Löwen das Brüllen eines anderen Löwen vorgespielt, reagierte die Kontrollgruppe, behandelt mit Nasenspray ohne Wirkstoff, mit einem lauten Brüller zurück, nicht hingegen die mit Oxytocin behandelten Löwen. Ob mit oder ohne Hormonbehandlung, in einer Situation blieben alle Löwen aggressiv und territorial, wenn ein Fremder probierte, sich ihrem Futter zu nähern. Anhand dieser Ergebnisse erhoffen sich die Forscher, dass sich gerettete Löwen leichter in Auffangstationen integrieren lassen. Die Behandlung macht sie anfangs nicht so ängstlich und territorial, sondern neugierig. Und das ist eine solide Basis eines stressfreien Miteinanders, so die Wissenschaftlerin. Auch in der Zusammenführung von fremden Rudeln, wie es etwa in Afrika öfter der Fall ist, um die Tiere von Städten fernzuhalten, könnte eine Oxytocin-Behandlung dazu beitragen, eine bessere Beziehung zueinander aufzubauen. Eine Sorge hat die Forscherin allerdings, dass manche Menschen ihre Ergebnisse missbrauchen könnten. Jedoch hofft sie, dass ihre Erkenntnisse mehr helfen als schaden. Oxytocin wirkt auch in der Beziehung zwischen einem Hund und einem menschlichen Besitzer. Wird es ausgeschüttet, werden dadurch die Gefühle des Wohlbefindens ausgelöst. In der Medizin wird Oxytocin zwar als wehenförderndes Mittel eingesetzt, eine beruhigende Wirkung wie bei den Löwen ist jedoch nicht zu erwarten. Bei Menschen führt verabreichtes Oxytocin zu größerem Argwohn gegenüber Fremden. Interessiert dich mehr über Katzen zu erfahren? In dem hier vorgeschlagenen Video geht es um eine kleinere Katzenart, deren Versorgung in Menschenhand durch unsere Forschung verbessert werden soll. Viele weitere interessante Themen rund um die Zoologie und den Menschen könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Abonnieren lohnt sich.